Die Fed hat gestern die Zinsen um 0,5% gesenkt und wird damit, das ist das schöne neue Narrativ der Wall Street, verhindern, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleitet, weswegen natürlich Risikoassets besonders attraktiv werden. Also kauft jetzt, so heißt es in vielen Berichten aus Agenturen etc., warum die Aktienmärkte heute so steigen, nachdem es gestern ja eine ziemlich rasante, turbulente Auf- und Abbewegung gegeben hat, denn nach der FED-Entscheidung und den Aussagen von Jerome Powell und vieles ähnelt sich schon ziemlich dem, was wir gesehen haben 2007, 2008, muss es diesmal nicht oder wird es diesmal genauso kommen, überhaupt nicht sicher, gar keine Frage, aber die Parallelen sind massiv, das riecht so ein bisschen nach einem Crack-Up-Boom. Das hat so ein Geschmäckle, aber schauen wir uns die Dinge mal an, warum jetzt unbedingt alles bullisch ist. Die Fed wird alles unter Kontrolle behalten und deshalb ziehen Risikoanlagen stark an. So ein Portfolio-Manager und dieses Narrativ, das wird natürlich jetzt forciert von der Wall Street, die natürlich auch gerne Produkte verkaufen will. Und viele spricht dafür, dass wir noch weiter nach oben gehen. Sie sehen mich also sehr, sehr bullisch, meine Damen und Herren, wie eigentlich ja fast immer. Und hier sehen wir, dass wir heute das größte Gap nach einer 0,5% Senkung der Fed machen seit dem Jahr 2008, nämlich am 30.10.2008. Da gab es einen knapp 3% Gap, als Bernanke mitten in der Finanzkrise 50 Basispunkte die Zinsen senkte. Die Zinsen sind ja genauso hoch wie damals. Wir haben auch Mitte Juli wie damals im Jahr 2007 ein neues Allzeithoch gemacht. Dann kam eine scharfe Korrektur. Dann hatten wir auch am 18. September eine 0,5er Senkung. Und damals haben wir am 11. Oktober dann das absolute Top gebildet. Dann wurde es ein bisschen schwieriger. Jetzt sehen wir, wie Sven Henrik sagt, das ist die Mutter aller Gaps, also der Kurslücken hier nach oben. Melt up in ein neues Allzeithoch, Marktkapitalisierung der US-Aktienmärkte jetzt 200%. Hier oben sehen wir mal links das BIP der USA, Anteil an dem Welt-BIP etwa 25%, und rechts sehen wir fast 70% allerdings an den Aktienmärkten, also fast Faktor 3. Man erkauft sich also für einen sehr sportlichen Preis jetzt in diesen Markt ein, vielleicht fürchten manche, und deswegen sehen wir, dass die Anleiherenditen steigen, fürchten manche, dass die Fed eben den Kampf gegen die Inflation aufgegeben hat, dadurch eine neue Welle von Inflation nochmal kommen kann, dementsprechend solche Assets wie Aktien vielleicht nicht der schlechteste Weg sind, um sich davor zu schützen. Hier sehen wir nochmal diese Bewegung gestern und hier diese Grafik, die das ein bisschen so auf den Punkt bringt, buy stocks at any price, auch wenn diese Aktien, wenn viele dieser Aktien sehr, sehr teuer sind, historisch gesehen, aber das andere ist eben, du siehst, wie dein Geldwert erodiert, wieder absehbar. Das ist ja genau das, was man jetzt fürchten muss, auch nachdem Powell die Inflation eigentlich als besiegt erklärt hat. Anders als hier etwa Jeff Gundlach, der Bond-Guru, der sagt nämlich, ja, also ich denke, der Konsument ist so hoch verschuldet, dass wir jetzt eine deutlich schwächere Wirtschaft sehen werden. Und wahrscheinlich, sagt er, werden wir im Rückblick sagen, dass im September bereits die Rezession begonnen hat, also jetzt die Rezession begonnen hat. Mal sehen, ob er recht bekommt, aber wir haben auch, wie damals Bernanke, auch eben keine Rezession irgendwie gesehen. Das ist eine Parallele. Damals, als Bernanke das sagte, im Dezember 2007, hatte die Rezession bereits begonnen. Man wusste davon aber erst im Grunde im Februar. Und hier sehen wir mal einen Skeptiker, David Rosenberg, der sagt, okay, vielleicht kann die Fed ja die Rezession verschieben, aber sie wird sie nicht aufheben. Denn es mehren sich die Anzeichen für diese Rezession. Deswegen sagt er, kauft Gold, kauft Staatsanleihen, Treasury Bonds, also wettet auf steigende Anleihekurse und sinkende Renditen. Mal sehen, ob Rosenberg recht hat. Aber eins sehen wir auf jeden Fall, das, was normal als Beginn einer Rezession ein Anzeichen ist, nämlich die Endinvertierung der Zinskurve nach langer Inversion. Das passiert jetzt. Wir sehen jetzt die Differenz zwischen 2- und 10-Jährigen wieder oder ist jetzt so hoch wie seit Juni 2022, nicht mehr mit 13 Basispunkten. Und das
ist der Blick auf das, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Immer wenn die Zinskurve entinvertierte, so wie jetzt, diese Grafik ist ein paar Tage alt, inzwischen sehen wir da schon einen deutlicheren grünen Balken. Dann kam die Rezession, das war genauso eben 2007/2008, hier zweiter Strich von links und eben damals auch bei der Dotcom-Blase. Also zumindest die Anleihemärkte sagen, ja, wir haben jetzt den Beginn einer Rezession. Während das Narrativ der Wall Street lautet, nein, wir haben keine Rezession, im Gegenteil, die Zinssenkungen werden diese Rezession verhindern. Und hier sehen wir nochmal diesen Kursverlauf zwischen Juli oder zwischen 2007 und derzeit, damals 17. Juli, das Top gemacht, scharfe Korrektur, massive Rallye nach oben, neues Allzeithoch, damals am 11. Oktober. Wir hätten also noch ein bisschen Zeit, noch 3 Wochen steigende Kurse, meine Damen und Herren. Wer hat noch nicht gekauft, All-In gehen bitte. Das ist jetzt ganz zwingend erforderlich. Aber eins ist auch klar, normalerweise, und das ist ein typisches Muster, dass kurz unter Allzeithoch die Fed eine Zinssenkung macht und dann die Korrektur innerhalb der nächsten 6 Wochen passiert. Also durchaus wahrscheinlich, dass wir noch weiter steigende Kurse sehen. Alles sehr, sehr bullisch. Aber es werden schlechte Nachrichten dann eben wieder schlechte Nachrichten, weil man dann eben feststellt, hups, das ist ja doch vielleicht gar nicht so toll. Und Janet Yellen hat es ja gesagt, das ist doch ein positives Zeichen für die Wirtschaft, dass die Zinssenkung passiert ist. Und JP Morgan, die recht hatten, als einer der wenigen Großbanken gesagt haben, ja, die Fed wird 0,5% senken, die sagen, ja, das wird im November nochmal passieren. Aber warum sollte die Fed eigentlich nochmal 0,5 senken, nachdem sie gestern klargemacht hat, nee, das ist nicht das neue Normal und eigentlich wollen wir laut Dotplots die Zinsen nur noch zweimal 0,25 senken. Warum sollte dann eine 0,5er Senkung im November kommen, wenn alles so toll ist? Das wird man sehen. Also entweder hat Paul einen Fehler gemacht im Juli, oder er muss sich jetzt wehren gegen Kritik, dass er die Demokraten unterstützt. Und eine Großbank hat heute gesagt, Paul will schlichtweg, dass die Demokraten gewinnen, weil er eben sich noch erinnern kann an die Auseinandersetzungen mit Trump. Und by the way, wir hatten ja gestern das erste Mal seit 2005, dass ein Fed-Governor, nämlich Miss Bowman, hier ein Nein gegeben hat bei einer Zinsentscheidung. Also auch kein alltäglicher Vorgang, aber nochmal zurück zu Seth Donald und dieser ganzen politischen Geschichte, nämlich das, was hier Rabobank sagt. Also die Fed und Paul haben vor allem wegen den Demokraten die Zinsen um 0,5% gesenkt, weil er schlichtweg jetzt in einer Allianz ist mit Kamala Harris und den Demokraten. Das war ja auch ziemlich rüde, wie damals Trump den guten Paul angegangen ist. Und was so ein bisschen komplett von der Oberfläche der Berichterstattung verschwunden ist, aber durchaus jetzt ein größeres Thema wird. Die USA müssen bis Ende September wieder mal praktisch eine Schließung, einen Government Shutdown verhindern. Und hier ist ein Anlauf dazu, das irgendwie hinzukriegen, gescheitert. Und das bei einer so extremen Verschuldung, die ja weiter nach oben gehen wird. Und warum ist es gescheitert? Weil Seth Donald gesagt hat, nee, liebe Demokraten, meine Republikaner werden das nicht mitmachen. Denn wir machen das nur mit, wenn wir dahin kommen, dass praktisch hier Migranten eben jetzt nicht wahlberechtigt sind. Da gibt es ja den Vorwurf der Republikaner, dass die Demokraten diese Immigration sogar fördern würden, damit die dann für die Demokraten stimmen und die damit dann auch die Wahl gewinnen. Also das wird jetzt politisch immer aufgeheizter. Und Trump hat übrigens gestern in New York eine Rede gehalten, wo er gefordert hat, dass die Zinsen für Kreditkarten auf 10% beschränkt sein sollten. Derzeit liegen die ja so um und bei 22%. Und das würde bedeuten, dass die Kreditkartenindustrie kollabiert. Denn warum sind die Zinsen so hoch? Weil eben das Risiko auch für die Banken sehr hoch ist, dass die Kredite ausfallen. Und wenn jetzt maximal ein Zins von 10% in den USA der Fall wäre, dann würden viele Leute gar keinen Kredit mehr bekommen. Das ist also sozusagen auch eine Art von Preiskontrolle. Nicht nur Harris hat Preiskontrollen im Sinn, sondern auch Seth Donald. Im zweiten Teil, meine Damen und Herren, wollen wir uns mal anschauen, was an den Märkten passiert ist und wie es weitergehen dürfte. Den Link zu dem zweiten Teil, den packe ich Ihnen unter das Video. Also ich hoffe, Sie sind dabei, um zu sehen, wie bullisch die ganze Geschichte ist. Bis gleich.